darf Sie alle recht herzlich begrüßen heute. Ich habe zurzeit recht viel Glück, weil immer wenn ich solche Termine mache, ist ja schönes Wetter. 4.000 Fahrgäste in einem Monat nutzten die Gelegenheit der Tegernseer Taltourismus GmbH. Was ist der Sinn und Zweck? Der Sinn und Zweck war einerseits, die Verkehrsentlastung etwas zu erreichen. Das werden wir dann nochmal sehen, ob sich das auswirkt. Aber es deutet sich an, dass es in eine richtige Richtung geht, weil ja um den See herum schlicht und einfach die Verkehrsbelastung immer eines der großen Probleme ist. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen das Ganze. Und zum Zweiten wollten wir auch ein zusätzliches touristisches Highlight an der Stelle etablieren. Die Pilotphase wird jetzt ja 17/18 sein. Wir gehen auch davon aus, bei uns, nach dem, was ich jetzt schon andeutet, dass wir da weniger Verlust haben, sondern dass insgesamt dadurch das so attraktiver wird, dass das möglicherweise sogar am Ende ganz erfolgreich sein kann. Unser Ziel ist ohnehin hier am Tegernsee weiter uns zu etablieren. Wir haben jetzt mit den Gemeinden zusammen ja auch Geld investiert hier. Also beispielsweise in Kaltenbrunn mit dem Bau des neuen Steges. Es war gar nicht so einfach, auch die Erneuerung des Landsteges in Norderegern, weil es ja immer wieder, gibt dann immer wieder mal Sorgen, ob man das machen kann oder nicht. Aber unser Ziel ist Tradition und Komfort gut miteinander zu bringen. Also Tradition heißt, wir wollen immer die grundsätzliche Landschaft und Struktur erhalten, aber die Gäste erwarten sich einfach auch Komfort. Und ich glaube, hier gerade am Tegernsee gelingt die Balance in den letzten Jahren sehr, sehr schön.